Yo, 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 yo. Was geht, Leute? Es geht wieder wie immer weiter. Und wir schauen jetzt, was hier in der Heldenhöhle so abgeht. Und man muss sagen, die Heldenhöhle sieht sehr umfangreich aus auf den ersten Blick. Oh, Kiste geöffnet. Komm doch hoch, Roboter, komm hoch. Oh, schaffst du es nicht. Oh, 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 du Armer. Der ist halt so klein gewesen, der Kleine. Den Tiki machen wir wie so oft aggressiv. Und ich weiß nicht, sollen wir die abschießen? Ich glaube schon. Begrüßt meinen kleinen Blasenfreund. Als ob das... Ja, okay, ist dein Freund. Oh! Was? Böses. Mir, Jungfrau, Mann und Blauarschbube. Oh. Ah, was für eine Antwort. Du solltest dich nicht so an der Jungfrau, Mann, heranschleichen. Sein Herz ist nicht mehr so gesund. Eigentlich ist gar nichts mehr an ihm gesund. Oh nein. Tut mir leid, mir, Jungfrau, Mann. Ich bin nur immer so begeistert, wenn ich euch beide sehe. Eure fantastische Gegenwart zu erleben, lässt mich pure Gerechtigkeit spüren. Seht ihr, ich hab Gänsehaut auf meiner Gänsehaut, auf meiner Gänsehaut, auf meiner... Schon gut, Junge. Spar mir das. Hat er aber viel Gänsehaut. Naja, ich hätte gern eine neue Sonnenbrille. Auf meine Heide hat Patrick sich gesetzt. Das meine ich nicht. Was meinst du denn da? Ah, eigentlich ist es gut, dass du aufgekreuzt bist. Du Schwamm der Güte. Ist es? Ist es? Was ist das? Ja! Ein Rudel böser Roboter hat das Sicherheitssystem der Heldenhöhle übernommen. Oh, du musst nein. es abschalten und sie aufhalten! Warum er? Wir sind doch absolut fähige Superhelden. Das ist die Frage. Warum? Weil es Donnerstag ist und wir eine ganze Menge Arzttermine haben. Ja, das ist in dem Alter anscheinend normal. Ah, Muscheldreck. Hatte ich vergessen. Das auch, dass er was vergisst. Geh und sprich mit dem Heldenhöhlencomputer im nächsten Raum. Sie wird dir sagen, was zu tun ist. Ich werde diese wahnsinnige Verantwortung übernehmen, Meerjungfrau Mann. Du wirst nicht enttäuscht sein. Blamiert vielleicht, aber nicht enttäuscht. Solange es nur blamiert ist und du alle rettest, ist alles gut. Auf zum Arzt! Davon! Los, geht zum Arzt. Warum steht ihr hier immer noch rum? Was macht ihr denn hier? Außer blöd in der Gegend rumzugucken. Geschenke öffnen ist klasse. Geschenke öffnen ist klasse. Tritt nicht auf die roten Felder des Disco-Bodens. Oh, hier gibt es sogar einen Disco-Boden. Disco, Disco. Ja, wow, das ist ja einfach. Hallo. Aua, aua. Das hat doch wehgetan. Wieso macht ihr das? Hm. Ja, klar. Und schon seid ihr wieder da. Wo ist der Herstellende? Wo ist der? Wo? Da oben ist der. Ich hau euch alle kaputt. Alle hau ich kaputt. Erstmal die Donner-Tikis. Und dann lesen wir, was hier steht. Diese Stangen sind Stromgeneratoren. Du darfst weder sie noch der Energiebogen berühren. Okay. Gutes Deutsch von mir wieder mal. Du darfst weder sie noch den Energiebogen berühren. Also hier gibt es auch immer mehr neue Sachen. Das hört gar nicht mehr auf. Das fasziniert mich, wirklich. Ah, da ist der Typ, der Sachen erstellt. Ah, der Roboter erstellende Roboter ist da. Können wir die Roboter nochmal zerstören und dann sollte das eigentlich passen? Was ist hier eigentlich los? Ich hätte auch hier runterspringen können. Aber was ist hier los? Und hier. Hä? Muss man dann da oben runterrollen? Egal. Gehen wir wieder hoch. Und lassen uns hoffentlich nicht vom Stromblitz treffen. So. Checkpoint und wir sind da durch. Dieser Roboter heißt L. Den hatten wir doch schon. Das ist der Country Boy.
Nutze Blasenbowling, um ihn zu besiegen. Ach, wir haben ihn auch so besiegt. Da ist eine Falle, da ist ein Schwamm an einem Haken. Die denken, das ist SpongeBob. Boah. Boah. Die explodieren ja, wenn sie sich an dich gehakt haben. Das ist ja schlimm. Okay, das Blasenbowling sollen wir verwenden. Haha, voll auf dein Bein. Haha, L. L, voll auf dein Bein, L. Was ist der L? Was für ein Name für den? Der L. Ey, sind die zu blöd, die Roboter? Die explodieren einfach. Hey, hey, hey. L, dich schlage ich auch einfach. Ich brauche nicht nur das Blasenbowling. Wir haben schon Erfahrungen mit dir gemacht, L. Aber ja, okay, jetzt verstehe ich auch. Natürlich haben wir den schon gesehen, weil wir nicht zuerst in die Heldenhöhle gegangen sind, sondern ein bisschen anders vorgegangen sind. Tschüss, L. Tschüss. War nett mit dir. War nett mit dir, L. Es war nett im Endeffekt. Ja, explodier jetzt. Oh, der kommt sogar runter. Oh. Das war knapp. Hallo, Freund. Tschüss, Freund. Holen wir uns schön alle glänzenden Objekte. Kann man hier irgendwas drücken oder machen oder tun oder... Nee, sieht nicht so aus. Die Schaufelräder kannst du durch Blasenbowling in Bewegung setzen. Bowle gegen eine Seite dieser Schaufel, damit es sich dreht. Ja, seht ihr, das hätte ich alles besser rausgefunden, auch auf dem Schiff des fliegenden Holländers. Wenn ich hier schon gewesen wäre, aber nein, Daniel, du machst wieder alles anders. Ah ja. Anders kennt ihr mich nicht. Ich muss mir ja treu bleiben. Den Checkpoint haben wir eingesackt und das Blasenbowling verwenden wir hier, wenn das Symbol schon da ist. Jetzt steht hier wahrscheinlich dasselbe dran. Mit dem Blasenbowling kann man auch Schalter und Knöpfe betätigen. Okay. Klatsch und... Aha, da kommt eine Brücke und da ist ein goldener Pfannenwender. Das ist unserer, ganz klar. Kommt mal wieder beide auf einmal. Jetzt bin ich vorbereitet. Ja, der 78. Oder? Ja, der 78. Eine Kiste haben wir geöffnet, eine Unterhose haben wir bekommen. Wir sind voll gut drauf, ja. Voll gut. Okay, wir gehen in die Hauptkammer. Was erwartet uns in die Hauptkammer? Geheime Festung der faltigen Superhelden, Meerjungfraumann und Blaubarschbube. Jetzt sitzt er da und schaut Fernseher und der chillt hier irgendwie vor anderen Bildschirmen, vor irgendeinem Sicherheitssystem Thaddeus, der Blaubarschbube. Ich freue mich ja so, dich zu und Thaddeus sehen. Ist auch das noch da. Das ist nicht die Art Freude, die man vorne in den Knien, sondern die Art, die man hinten in den Ellbogen spürt. Du glaubst mir nie, was passiert ist. Ja, ja, das Rentner-Du hat es mir erzählt. Diese zwei alten Säcke haben mich schon reingeschickt, damit ich mir ihren Heldenhöhlencomputer ansehe. Ah, du bist der Computerchecker, ha, Thaddeus? Wenn du jetzt hier bist, lass ich dich das machen. Er ist gleich da vorne. Mhm. Sieh dich hier um. Ich meine also bitte. Gleich da vorne. Es umbringen, hier ein paar Teppiche auszulegen und dieser ganze vergeudete Platz. Wir haben diese zwei alten Heimis das hingekriegt. Ach, das ist einfach. In Folge 27 wurde die Heldenhöhle von den grabenden Bermuda-Monstern überfallen und die... Schon gut. Ja, schon gut, SpongeBob. Das interessiert Thaddeus nicht. Aber wir können mit Patrick spielen. Sieht so aus, weil hier sind überall Sachen. Also da ist wie immer eine Melone, eine Wassermelone. Kann man hier eigentlich das Ding auch so bewegen? Nee, ja, das ist unrealistisch. Was soll das? Als ob sich das nicht bewegt, wenn es sich bei einer Melone belegt. Belegt. Oh, Daniel, bewegt. Alle Neune. Alle, okay, dann andersrum. Dann so rum. Dann kommen wir hier rüber. Ey, die Heldenhöhle sieht richtig cool aus. Gefällt mir sehr. Ja, wäre schön, wenn ich da schneller rüberkomme. Dann springen wir. Aha. Den habe ich verstanden. Soll ich zuerst eigentlich rechts rum? Ich denke schon. Lass uns mal zuerst rechts rum. Dann laufen wir mit der Drehung mit. Dass wir schnell da sind. Oh. Wechseln wir zu Patrick. Da ist eine Bushaltestelle. Und mit Patrick
Gibt's da was zu werfen? Ja, da ist eine Melone. Was ich geht? Was Job geht? Für jemanden, der Sachen werfen kann. Danke, Meerjungfrau Mann, den nehmen wir an. Überlass das nur uns. Ich kann gut Sachen werfen. Patrick kann gut Sachen werfen. Ihr müsst lediglich je eine Wurffrucht aufnehmen und in die verschiedenen Apfelmaschinen werfen. Danke, das machen wir. Würfelfrüchten? Nein, die Wurffrucht werfen. Den Früchtwurf würfen? Ja, den Fruchtwurf würfen, und genau. Am besten beeilt ihr euch, denn ich neige dazu, hochzugehen. Ich meine, Sie neigen dazu, hochzugehen. Okay, danke. Danke, Meerjungfrau Mann. Aber was gibt's hier? Verfüttern, um Patricks Wippe zu aktivieren. Ja klar, wo ist Patricks Wippe? Wo kommt sie jetzt? Da ist Patricks Wippe. Sollen wir eigentlich zuerst auf die Wippe? Ich sage ja. Auf die Wippe. Was? Was war das denn? Wieso geht das nicht? Jetzt. Hui! Hey, dich kenne ich doch. Du bist doch dieser Typ. Du schaust, Patrick, schau doch bitte Blaubaschbube an, wenn du mit ihm redest. Wir werden viel mehr Energie brauchen, um den hydroakustischen Doppler-Modulator zu aktivieren. Kriegst du das hin? Ja, klar. Ich kann von hier oben Thaddäus Haus sehen. Und er hat gar keine Hose an. Er trägt ja nie Hosen. Jetzt hör zu. Dort sind 8 Zylinder. Wenn du etwas gegen einen Zylinder wirfst, dreht er sich zur Stromseite um. Okay. Hast du alle 8 Zylinder zur Stromseite gedreht, gebe ich dir eine Belohnung. Es wird wahrscheinlich kein goldener Pfannwender sein. Nein. Ich habe Thaddäus beobachtet. Fang einfach an, diese Zylinder umzudrehen. Aber ich will hier noch gar nicht anfangen. Ich bin ein bisschen früh dran. Aber wir rutschen runter. Wow, war das knapp. Und eine Socke haben wir auch noch abgestaubt. Sehr schön. Ich wollte da noch gar nicht anfangen. Ich will eigentlich dahin erstmal. Na komm, Patrick, das schaffst du. Machen wir eins nach dem anderen, bevor ich dann da oben anfange. Und hier kann man... Oh, das wippt ja. Oh nein. Wollt ihr mich verarschen? Nein, jetzt habe ich hier oben den Checkpoint. Ja, genau. Ja, alles gut. Jetzt ist hier der Checkpoint. Also, wenn ich runterfallen sollte, dann habe ich da den Checkpoint. Also, wir nehmen jetzt erstmal den ersten Schalter. Der sieht am einfachsten aus, auch wenn wahrscheinlich hier wieder alles kippt. Oder? Wow, nein, wir werden aber abgeschossen. Wow, übertreib doch nicht. War klar, dass es nicht ganz normal funktionieren wird. Oha. Wie krass das Ding abgeht. Oh nein, jetzt müssen wir warten bis... Ah, da. Jetzt die Melone kaputt. Und wie soll ich das jetzt machen? Oh. Da muss man immer sofort auf die blauen springen. Bam. Ich finde nicht, dass SpongeBob-Unterwäsche richtig passt. Finde ich auch nicht, Patrick. Ich glaube auch nicht, dass SpongeBobs Unterwäsche dir passt. Du bist doch rund und er ist eckig. Ah, das war knapp. Lassen wir das schön weit nach hinten kippen, um darüber zu kommen. So. Jetzt haben wir alle gedrückt. Kriegen wir jetzt eine Belohnung oder was ist da los? Burle. Hey, Burle. Ja. Es geschafft! Ja! Jetzt kann ich etwas schlafen! Bester Mann, der mittendrin, wo Roboter und so sind, auf dem Sofa sitzt und fernsieht. Gib mir den goldenen Funbender! Junge! Lass mal gucken. Okay, wir haben nur 2. Einen haben wir als Fragezeichen noch. Wow, was ist denn da los? Aber... Dann drehen wir uns halt zuerst noch. Da oben ist wieder so ein Pistolero. Pistolero. Da muss ich zu SpongeBob aber wechseln. Da ist ja die Haltestelle. Dann wechseln wir zu SpongeBob. Gehen noch darüber.
War ein bisschen riskant. Hier, Blasenbowling. Wir haben eine Brücke aktiviert. Okay, dann geht's ab darüber erstmal. Das ist ein Laufband. Können wir uns fit halten? Nein, 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 keine Rakete. Boah. Ruhe jetzt. Kommen wir da hoch? Ah, da. Da sind die Pfeile wieder an der Wand. Klatsch, klatsch, klatsch. Komm her. Komm, kleiner Hund. Wuff, wuff. Okay. Jetzt kommt das nächste Rätsel. Wie kommen wir da hoch? Ah, das ist dann nur das von Blaubaschbube. Das Ding. Ja, was hat es uns denn gebracht? Es muss doch irgendwas bringen, Leute. Nö. Nö. Ganz ehrlich, nö. Was haben wir dann hier drüben geschafft? Gibt's auch nichts zum Werfen oder so? Ja, dann laufen wir mal zurück. Ich weiß jetzt auch nicht. Gehen wir da hoch. Schauen, was da oben so abgeht. Geschenke öffnen ist klasse. Ja, da stimme ich dir zu, SpongeBob, ganz klar. Wow, das war ein bisschen hart. Fährt das Ding jetzt hoch? Oder was macht es? Ja, es fährt hoch. Da ist ein Raketenschuss, Mann. Der jetzt keine Raketen mehr schießt. Und da ist der Pistolero. Was? Okay, jetzt. Ah. Verstehe. Dann kriegen wir den Pfannwender da oben. Hey, hey, Pistolero. Hombre. Hombre, beruhig dich, Hombre. Und der letzte Schlag. Tada! Oh nein. Über den kam unser Bowlingball. So rum. Oh, da kommt das nächste Podest für uns. Es geht immer weiter hoch. Da ist wieder ein Raketenschuss, Mann. Nimm das, Raketenschuss, Mann. Nimm das. Nächste Blasenbowling. Nächster Blasenbowlingball. Knopf, Entschuldigung. Und da können wir dann hoch. Haha. Aber das hätten wir wahrscheinlich erst später machen sollen, weil da ist dann schon die nächste Welt. Also müssen wir den ganzen weiten Weg wieder hierher machen. Aber ihr kennt mich. Ich mache nichts, was Sinn macht. Deswegen geht's genau so weiter. Genau so geht's weiter. Ganz ehrlich. Nö. Ganz ehrlich, keine Chance habt ihr. Ihr müsst mir zugucken. Was da für ein Fragezeichen? Ich drücke den Hauptschaltknopf, um die Brücke zum Bösewichts-Isolationsgebiet herunterzulassen. Da gibt's noch mehrere Gebiete hier. Bösewichts-Isolationsgebiet. Ja, goldener Pfannenwender. Bei uns läuft richtig hart. 80 Stück schon. Wenn ich wieder die Kontrolle über das Sicherheitssystem bekomme, musst du alle Überbrückungsschalter drücken, die überall in der Heldenhöhle verteilt sind. Der erste ist gleich hier. Ist das Sandy, die redet? Die Schalter drücken. Verstanden. Wenn du sie alle gedrückt hast, musst du am Computer der Heldenhöhle reden. Den Hauptabschaltknopf drücken. Klingt wie Sandy. Dann bekommst du eine Belohnung. Hierhin zurückkommen. Alles klar. Hörst du mir überhaupt zu? Nein. Ganz ehrlich, nö. Zuhören. Alles klar. Alle Neune. Also ich kann nur hierher zurückkommen, wenn ich alle Knöpfe gedrückt habe, wahrscheinlich. Dass das dann aufgeht. Wow. Da ist ein Stuhl. Setzen wir uns da hin. Ah, geht nicht, oder? Was gibt's hier oben? Kann man was schlagen? Doch. Dann hört sich der Computer an, als ob er zerstört wäre. Aber ja. Wo geht's da oben hin? Lesen wir da schon mal rein. Sicherheitstunnel. In den Sicherheitstunnel. Okay. Aber wir machen erstmal einen Abflug und lassen Patrick für Blaubaschbube noch die Knöpfe drücken. Wir sind ja so nett.
und helfen hier allen. Das ist unser Job. Ich bin bereit zum Abkassieren. Da drüben gibt es auch noch irgendwas. Die Heldenhöhle ist ja richtig verzweigt. Überall sind irgendwelche Gänge und richtig krass. Jetzt müssen wir aber wieder dahin. Oh, hätte ich gar nicht draufspringen sollen auf das drehende Ding. Jetzt springen wir wieder hoch. Mal gucken, ob der Blaubarschbube noch da oben rumhängt. Ja, das wissen wir. Brauchst du uns nicht nochmal erklären? Ich habe den großen, kleinsten Knopf gedrückt. Den größten, kleinsten Knopf gedrückt. Was passiert, wenn ich hier drin stehe? Nichts. Wow, 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 wow. Was passiert da? Dann drehen die sich wieder um. Also ich muss die immer wieder... Ich muss jetzt echt rausfinden, welchen Knopf ich zuerst drücken muss. Oder ich check's nicht. Auch falscher Knopf. Gehen wir halt alle Knöpfe durch. Hä? Na komm jetzt. Ey. Verstehe ich nicht. Ach so. Dann ist der eine weg. Die müssen alle in die Mitte gucken. Jetzt check ich's. Dann müssen wir erstmal gucken, wie sich die Dinger bewegen. Nee, das passt auch wieder nicht. Den drück, dann dreht sich der nur um. Okay. Wenn ich den drück, drehen sich die beiden. Die drei sogar. Nur noch der eine fehlt. Nur noch der eine fehlt. Nein, 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 nein. Nee, das ist nix. Stehen die alle in der Mitte, außer die zwei. Und jetzt nur noch der. Nein! Komm, mach mal. Kein Palaver. Nein, nein, dann drehen sich die weg. Das gibt's doch nicht. Das ist doch nicht normal. Ich check's nicht. Welcher Knopf ist denn für was zuständig? Der dreht die zwei? Und der dreht sogar alle drei um. Okay, die drei. Mit dem Knopf. Also drücke ich den, dann fahren die beiden wieder weg. Das gibt's doch nicht. Jetzt, oder? Verstehe. Na komm, Patrick. Nein, das... Oder? Wenn ich den drücke, drehen sich die beiden? Ja. Aber der dreht sich wieder weg. Ich fasse es nicht. Immer dreht sich der einer weg. Und jetzt die zwei umdrehen. Immer dreht sich einer weg. Wenn ich den umdrehe. Das ist so ein Witz. So ein Witz. Nein, wieso dreht sich da immer einer weg? Nein, 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 nein. Jetzt sind alle wieder umgedreht. Vielleicht einfach die in der Mitte. Ja, aber jetzt...
haben die immer Auswirkungen auf die zwei Äußeren. Wie lange ich hier schon rumwerf? Ja, okay. Fangen wir jetzt mal von Null an. Gib her jetzt. Gib her das Ding jetzt. Wie lange ich da schon rumwerfe. Ich werfe einfach nur in der Hoffnung, dass es klappt. Okay, so ein Ding tut immer 3 Stück umdrehen. So, jetzt würde immer nur jeweils einer fehlen. Das ist aber nicht gut angefangen. Wenn ich die zwei jetzt umdrehe, dann ist der umgedreht. Wenn ich... Nee. Jetzt komm, gib... Nein, jetzt ist der auch umgedreht. Nein, ich fange von Null an. Ja, gib jetzt das Ding her. Ich fange nochmal von Null an. Wir probieren es jetzt. Es sind 3. Gib her. Das sind 3. Es fehlen ja nur noch die 2. Ja, gib her jetzt. Es ist der umgedreht. Aber dann ist der auch umgedreht. Das ist blöd. Weil jetzt könnte ich die 3 umdrehen. Mir fehlen immer 2 Stück. Aber wenn ich den jetzt drehe, dann dreht sich der und der. Und jetzt würde mir nur noch einer fehlen. Aber wie drehe ich den jetzt? Ich müsste wahrscheinlich... Geht mal weg. Geht mal alle zurück. Komm mal runter, Peter. Jetzt könnte ich die 3 drehen. Jetzt könnte ich die 3 drehen. Na komm, ich hab's. So. Mann, hat das lang gedauert. Hey, ich bin richtiger Held. Genie Daniel. Aber passt schon. Geschafft ist geschafft. Ja, da macht Patrick große Augen, als wir es geschafft haben. Soll ich wieder draufdrücken? Lieber nicht. Okay, jetzt gib uns den goldenen Pfannwender für diesen Dreck, den ich am Anfang nicht mal gepeilt habe. Ah, gut gemacht. Jetzt haben wir... Wofür brauchst du die ganze Energie denn? Na, für mein Fußbad natürlich. Hier, nimm diesen... Für dein Fußbad natürlich, ja. Da braucht man immer die Energie. Juhu, jetzt gib mir den Pfannwender. Schon 81 Stück, das gibt's ja gar nicht. Aber jetzt rutschen wir runter und gehen mit SpongeBob in die nächste Welt. Donnertiki, ich lass dich nicht an mich heran. Jetzt wechseln wir zu Spongy. Aber ich glaube, da oben war auch egal. Weil da oben war auch eine Bushaltestelle. Laufen wir den Weg wieder hoch. Nee, falsch rum. Es geht doch nichts über den Geruch von Seifenblasen. Aber ich muss ja eigentlich nur darüber. Oh, Daniel. Wie immer bin ich mit den Gedanken ganz bei der Sache. Ich spring jetzt. Wir müssen ja darüber. Und da ist die Bushaltestelle auch. Da hätte ich auch wechseln können. Aber egal. Umwege sind mein Ding. Ihr wisst Bescheid. Und jetzt können wir weiter. Schauen wir nochmal. Nein, da sind wir gar nicht. Schalte da. Genau, da muss ich nochmal zurückkommen, wenn ich alle Knöpfe gedrückt habe. Ich weiß nicht, kann man das jetzt machen? Nee, ist immer noch zu. Ja, wahrscheinlich kann ich am Ende da nochmal hin. Sonst habe ich, glaube ich, alles hier gemacht. Also gehen wir jetzt in den Sicherheitstunnel. Gary! Wie hier bist du in die tiefsten Tiefen der Heldenhöhle vorgedrungen? Mau! Mau! Ach, du hast den Aufzug genommen. Tja, wie komme ich in diesem Raum nach oben? Mau!
Ach so, ja, danke, Gary, wie immer. Ich denke, diese Tunnel führen mich nach oben. Gute Idee, Gary. Super Idee, Gary. Okay. Dann machen wir hier direkt nächstes Mal weiter. Holen uns die restlichen goldenen Pfannenwender. Und dann geht's schon bald ins Finale. Also, macht's gut, passt auf euch auf, bleibt gesund. Haut rein, ciao, bis zum nächsten Mal.